ist genial daneben. Ich freue mich, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es wird eine richtig schöne Sendung heute, denn unser Panel ist hochkarätig besetzt. Ich schaue in Gesichter. Ja, das wäre schön, Herr Balder. Auch, Sie haben so ein bisschen heute was von so... Cool, ne? Dieter Bohlen, cool. So ein bisschen. Ja, so, es ist natürlich Anastasia, die... Ja. Anastasia. Ja, ich brauche mir Boxen und Kletsch auch, Herr Balder. Ja. So ist Mutter Beimer zu dir, nicht? So. Ja. Was sollen wir machen? In 2 Tagen ist Premiere, meine Damen und Herren. Ja. Traumschiff Surprise Periode 2. Eins bitte. Periode 1 bitte. Ja. Wann kommt der Periode 3? Gar nicht. Die 1 steht bei der Periode nur, weil Traumschiff Surprise Periode alleine komisch klingt. Das ist richtig. Ja. Das klingt ziemlich albern. Ja. In 2 Tagen ist es soweit. Und aufgeregt? Nö. Sehr. Warum? Ja, weil man nicht weiß, ob die Leute wirklich verstehen, um was es in dem Film auch geht. Also es, wie man an dem alten Mann ja schon sieht. Ja. Also in erster Linie geht es ja um Vulkanetten. Ja, natürlich. Ja. Ich freue mich drauf. Ich habe schon einen Trailer gesehen und ich freue mich schon drauf. Das ist schön. Das ist schön. Ich weiß, interessiert euch das? Nein, was aber da doch, nee? Natürlich. Erzähl ruhig ein bisschen. Ja, aber er darf doch nicht erzählen. Achso. Ich darf. Doch, jetzt darf ich erzählen. Ja, ehrlich? Ja, jetzt darf ich erzählen. Die Vulkanette vulgaris ist eine Gattung, die ich in diesem Film verkörpere. Spielt ihr auch mit? Nein. Also. Das wäre ja dann die Vulkanette Brutalis gewesen. Die Vulkanette Brutalis ist aber erst die FSK 18 Version. Und die Vulkanette erkennt man sehr leicht an den spitzen Ohren. Also wenn die Ohren spitz nach oben stehen, dann ist die Vulkanette auch im wahrsten Sinne des Wortes spitz. Wenn sie leicht zur Seite steht, also die Ohren, dann ist die Vulkanette eher entspannt. Und wenn die Ohren nach unten schauen, dann ist die Vulkanette tot. Ja, die Vulkanette. Das wird sehr interessant, meine Damen und Herren. Also gehen Sie rein. So, ja. Es klingt so. Ich überlege gerade, ob wir so eine Frage haben. Haben wir aber nicht. Also um Vulkanetten geht es nicht. Es geht um was anderes. Es geht zum Beispiel um dieses hier von Sven Barufe. Also auf jeden Fall Sven aus Altenburg, liegt in Thüringen. Er möchte wissen, was versteht man unter einer Rosettenabtastung? Oh, das weiß ich. Bitte. In 2 Tagen kommt ja ein Film ins Kino. Sehr gut. Und das wär's dann auch schon. Das wär's dann. Recht schönen Dank auch. Also, Rosettenabtastung. Ja, also entweder sind wir jetzt hier beim Urologen. Natürlich. Ja. Da will er uns hinbringen. Da will er uns hinbringen, also sind wir natürlich nicht beim Urologen. Nein, genau. Und heißen nicht auch diese kleinen buscheligen weißen Schüchen von servierten Geflügeln? Heißt das nicht auch Rosette? Ist die Rosette nicht das in der Mitte der CD? Also von den Singles von diesen Covern, dass man da anruft. Ich habe nämlich durch Zufall mal in so einem Kopierwerk angerufen und habe gefragt, haben Sie denn CD-Hüllen? Dann hat er mich gefragt, welche Farbe soll denn die Rosette haben? Das finde ich gut. Aber der hat deinen Film schon gesehen. Gut. Also nehmen wir mal an, das ist das. Was wäre denn dann eine Rosettenabtastung? Vielleicht wäre das derjenige, der die Rosetten abtastet. Also der noch mal, du bist auf der richtig heißen Seite. Der die Hüllen kontrolliert, der die abtastet, damit sie nicht gebrochen sind. Sehr falsch. Ah ja. Ja. Es gibt ja diese Tiere, diese sogenannten Rosettenmeerschweinchen. Ja. Und ich glaube ganz einfach, dass das kleinere Tiere sind, die noch kleiner sind als Rosettenmeerschweinchen. Also nehmen wir zum Beispiel mal an Murmelmarder, die besonders klein sind. Und die werden hinten mit so einem Band dann so in die in das Meerschweinchen von vorne eingeführt. Und die müssen dann sich sozusagen den Weg bis von hinten an die Rosette bahnen. Und dann mit der Nase so ein bisschen so testen, ob da soweit alles in Ordnung ist. Wenn das jetzt richtig ist, verlasse ich das Studio. Also, naja gut, das klingt ja alles sehr plausibel, aber jetzt frage ich mal, warum? Aus rein religiösen Gründen. Ich hätte noch eine Idee. Ja, bitte. Und zwar in der Architektur sind ja verschiedene, im Stuck zum Beispiel, der Stuckateur bearbeitet ja verschiedene... Hans-Joachim Stuck. Ja, genau. Ja. Hans-Joachim Stuck, der ist ja aus Gips übrigens, der Mann. Ja. Also. Ja. Und da gibt es verschiedene Formen, Voluten und Schnecken und verschiedene Gebilde, mit denen also kunstvoll dieser Stuck gearbeitet wird. Und da gibt es in der Tat auch Rosetten. Das sind also runde Formen, die an Decken und Gewölben angebracht werden. Und die müssen dann abgetastet werden. Ja. Möglicherweise, wenn ein altes Gebäude freigelegt wird, damit der Stuck nicht zerstört wird. Wenn ich eine Klingel vorne dran mache. Es gibt nämlich in vielen Altbauten dann immer so eine Klingel noch vorne drauf. Um eine Rosette herum ist eine Klingel und da gibt es einen kleinen Haken, da muss man dran ziehen. Das muss ich abtasten. Warum? Um den Klingelprozess in Gang zu setzen. Das nennt man Rosettenabtastung. Ich möchte bitte zahlen für alle.
Abtasten hört sich nach Laser an. Dass ein Laser irgendwas abtastet. Und jetzt müssen wir nur die Rosette finden. Ich bin mal kurz... Laser nicht, nein. Laser ist es in dem Fall nicht. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Ah, sind es diese Nupfs? Was geht in die richtige Richtung? Alles. Das Abtasten an sich, also das irgendein elektronisches Ding... Das ist korrekt. Ja, sind das diese Nupsis, die man manchmal an Textilien hat, wenn ich ein Hemd zum Beispiel kaufe. Dieses habe ich zum Beispiel nur geliehen. Aber wenn ich einmal eins kaufe, dann ist da manchmal so ein Plastiknupsi dran, den der Verkäufer über einen Tisch zieht, sodass die Rosette bei der Abtastung in so ein kleines Loch reinfällt. Und dann kann man es kaufen, ohne dass, wenn man das Geschäft verlässt, es diddel, diddel, diddel macht. Meinst du diese Teile, die da so dran sind? Und die sind es natürlich nicht. Also wenn das eine Rosette ist, ich weiß nicht. Ja, es ist natürlich nicht unbedingt richtig. Das habe ich aber auch immer von Anfang an gesagt. Ist der Rosettenabtaster womöglich in irgendeiner Form gezwungen abzutasten? Also zum Beispiel blind? Will der das eigentlich gar nicht? Muss der tasten? Schatz, wo gehst du hin? Ich gehe Rosetten abtasten. Zum Beispiel. Ist das der richtige Weg? Nein, es ist auch kein Mensch. Ich wollte ja wissen, was man unter einer Rosettenabtastung versteht. Hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass einer abtastet. Ich glaube, es hat ja so ein paar... Entschuldigung, du warst noch nicht dran. Nein, das ist auch kein Problem. Ja. Da kann ich sehr gut mitleben. Ja. Es gab ja so alberne Partyspiele, wenn Leute in leicht angeheiterten Zustand, zum Beispiel nach dem Genuss von zwei, drei Eierlikör, sich im Büro noch ein bisschen länger verlustiert haben. Ja. Zum Beispiel die Bekannten, dass sie dann sich die Hose runterziehen und auf einen Fotokopierer setzen und Fotos machen. So haben wir uns das ist gar nicht so verkehrt. Die Filme werden auch abgetastet. Und da wird ja... Das finde ich sehr lustig. Jetzt sagt aber Hohecker, was für eine Rosette abgetastet werden könnte in der Industrie. Ich fühle mich gerade extrem unter Druck gesetzt. Ich wollte so ganz harmlos sagen, also etwas Rundes wird abgetastet. Zum Beispiel die Größe von Gullideckeln oder den dafür vorgesehenen Löchern. Oder vielleicht irgendwas im Radsport wieder. Ich bin irgendwie bei Rädern, weil rund und so und diesen kleinen Schräubchen, Rosetten. Was könnte alles Rosettenformen haben? Ich sag's euch. Optiker. Eine Linse, nee. Linsenabteil, aber mit Laser, die wollten ja keinen Laser. Nein, ich wollte keinen Laser. Nein. Aber Optiker ist falsch. Ja, yes. Eben, klar. Vielleicht beim Auto irgendeine Qualitätsprüfung. Es gibt ja verschiedene Zahnräder und solche Geschichten, die vielleicht als Rosette bezeichnet werden. Und so etwas. Ein Uhrwerk? Aus der Fotografie, und zwar die Linsen. Es gibt doch so Linsen, die drehen sich so zu. Ja. Und das nennt man vielleicht Rosette. Und bei vollautomatischen Kameras muss natürlich abgetastet werden, wie groß diese Öffnung ist. Und das ist die Rosettenabtastung. Sehr falsch. Ich sag's euch. Also eine Rosettenabtastung ist an sich was sehr Geheimes. Und zwar der Suchkopf einer Rakete. Der tastet mittels der Aussendung von Infrarotstrahlen die Umgebung des Zielobjekts ab, um diese einkreisen zu können. Und diese Abtastung funktioniert in Form einer 8. So. Ja, so sieht meine Rosette auch. Und so geht das die ganze Zeit. Ja. So tastet der das ab und macht sich in dieser Form immer näher an das Ziel ran. Und wenn er das Ziel dann hat, dann liegt das genau in der Mitte und dann schießt er. Und dieses ganze Ding sieht aus wie eine Rosette und das nennt man Rosetten. Ich war ganz nah dran. Ja. Hoffe ich mal, dass der meine Rosette nicht so sucht. Ja, macht er nicht. Sven aus Altenburg, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr gut. Christian Pimpel aus Ascher möchte wissen, was ist eine kalte Abreise? Im Winter? Eine kalte Abreise? Ja. Was ist eine kalte Abreise? Das klingt nach Essen. Ich finde, das klingt nach Gletscher. Gletscherspaltung, wollte ich gerade sagen. Wenn eine Lawine sich löst und sagt, ich mache nicht mehr mit, dann ist das kalte Abreise. Okay, ist es nicht. Ja, Urlaub. Ja, Urlaub. Abreise. Kalte Abreise. Aber genau. Und zwar, das sind abgebrochene Flitterwochen, weil die Frau schon in den Flitterwochen dem Mann die kalte Schulter gezeigt hat. Kalte, macht ihr vielleicht doch vielleicht mit diesem Gletscher. Vielleicht ist das einfach, wenn ein Fruchtzwerg aus dem Kühlschrank geholt wird. Zwerge bewegen sich doch auch. Sieht man ja. Das ist wieder etwas aus der Medizin beispielsweise, also etwas, wo ich, wir hatten ja schon mal einen falschen Freund hier vor kurzer Zeit, was mir sehr gefallen hat. Eine kalte Abreise könnte doch, wenn man zum Beispiel kalter Schweiß oder sowas, der den Rücken herunterläuft, könnte das eine kalte Abreise sein?
Nein, das sehe ich nicht. Ich bin dafür, dass das hat irgendwas mit der GEW zu tun, mit der Elektrizität. Das ist, wenn du Schmitz wenn du eine Körmekasse wenn Schmitz flitten willst, abreißen, wenn sie wie jedes Jahr verreisen, dann machen die doch lecker den Strom aus, schalten alles ab, die Fernseher werden ausgestöpselt, damit nichts mehr läuft, damit die Energie nicht weiterläuft, die Zähler nicht weiterlaufen. Das ist eine kalte Abreise, weil im Haus nichts mehr beheizt wird und mit Strom versorgt wird. Wenn die im Sommer verreisen? Dann ist das die heiße Abreise. Dann ist ja trotzdem kein Strom mehr, wenn sie alles ausstöpseln. Dann ist es aber noch warm. Ich war ja jetzt auf dem Energietrip. Wenn Sie verstehen, was die Frau von Sinnen meint, dann brauchen Sie da nicht so lange nachzufragen. Danke, Herr Hoek. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Begriff aus der Zeit der Mafia. Ich glaube, dass das schlicht und ergreifend die Entsorgung eines ungeliebten Feindes ist, der dann eben einfach irgendwo mit einem Betonschuh entsprechend abreisen darf. Die Richtung ist gar nicht so falsch. Ich glaube, es handelt sich, ich dachte mir, ist es vielleicht eine umgangssprachliche oder eine nettere Formulierung einer durch den Tod beendete Dienstreise oder eines Urlaubs. Also wenn man sagt, Versicherungsjargon, was ist denn mit dem Herrn Kollegen Schmidt-Bauer? Und dann heißt es, naja, man ist weg, hat aber eine kalte Abreise. Vielleicht ist die kalte Abreise, wenn jemand gestorben ist, der vielleicht am anderen Ende der Welt begraben werden soll, wird er eingefroren, um transportfähig zu sein. Und das ist dann die kalte Abreise. Also er reist ja kalt ab. Natürlich. Ja. Na, vielleicht ist es tatsächlich umgangssprachlich sagen wir mal aus dem Militär oder so, wo Leute irgendwo stationiert sind und eben nicht mehr so zurückkommen, wie sie normalerweise zurückkommen sollten. Nämlich eben tot. Mit Armen und Beinen. Zurückgebracht werden in einem Sarg. Das ist zwar sehr makaber, aber könnte ich mir vorstellen. Es hat was damit zu tun, aber wer spricht denn von es ist kein Mensch, der da tot ist, sondern es sind vielleicht tote Tiere? Oder es ist ein Mensch, würde ich vorschlagen. Ich will jetzt wissen, wer spricht denn von einer kalten? Ein Bauer? Nein, kein Bauer. Ein Bestattungsunternehmer, der nämlich... Nein, natürlich nicht, das wusste ich. Militär, ist das richtig? Nein. Fluggesellschaft. Ja, oh, wenn Reise, Flug jemand stirbt. Reise, wir hatten noch mal den Hugo. Genau, den hatten wir mal. Wer ist Hugo? Der Hugo, Human Remains at Cargo. Oder sowas? Das ist, wenn man einen Passagier tot zurücktransportiert. Das Schlimme ist, du merkst ja auch noch, was wir hier haben. Das ist alles richtig. Die Richtung stimmt, so mit Sarg und raus und alles sowas. Aber wer spricht denn von einer kalten Abreise? Die Erben, die Notare, die Steuern, die Finanzbeamten. Hoteliers. Hoteliers. Richtige Antwort von Bernhard Hoek. Im Hotelgewerbe. Der Hotelier spricht von einer kalten Abreise, wenn ein Gast das Hotel anders verlässt, als er reingekommen ist. Christian Pimpel, es tut mir leid, unser Streber hat wieder zugeschlagen. Was sollen wir machen? Wir kommen zu Martina Ulrich, sie wohnt in Berlin und möchte wissen, warum wird im Peabody Hotel in Memphis zweimal am Tag ein Fahrstuhl für ein paar Enten reserviert? Im was? Warum wird im Peabody Hotel in Memphis zweimal am Tag ein Fahrstuhl für ein paar Enten hat das reserviert. Was mit Donald Duck zu tun? Die möchte zum Pool. Donald wird nämlich sitzig und Karl Barks hat nämlich dort diese Ente erfunden. Ach. Walt Disney hat sie erfunden, er hat sie nur gemalt. Er hat sie nur gezeigt. Aber vielleicht sind das so Donald Duck erfunden. Ja, Donald Duck wird 70, das ist, glaube ich, eine heiße, heiße Spur, Freunde. Und ich weiß auch, dass der Herr Walter gerade nervös wird. Also ich gebe euch noch eine Information. Also das Peabody Hotel liegt in Memphis, Tennessee und jeden Morgen um 11 Uhr fahren ein paar Enten alleine im Fahrstuhl vom obersten Stockwerk ins Erdgeschoss. Und um 17 Uhr geht's wieder retour. Und bei diesen beiden Fahrten sind die Enten wirklich unter sich. Kein anderer ist im Fahrstuhl. Jeden Tag. Um 11 Uhr fahren sie runter, um 17 Uhr fahren sie hoch. Das sind reine Elite-Enten. Warum? Ich würde jetzt erstmal nur zwei Begriffe zusammenwerfen versuchen, die uns vielleicht auf die richtige Spur bringen. Und zwar zum einen Memphis, Tennessee, ist auf jeden Fall eine Stadt, in der Elvis Presley, der ist da zwar nicht geboren, aber immerhin gelebt hat. Kommt man ja auch ganz leicht auf Enten jetzt. Ja, und zwar, weil die Frisuren damals Ducktails hießen. Das waren diese Entenschwanzfrisuren. Mhm. Weiter weiß ich noch nicht, aber vielleicht hat das irgendwas miteinander zu tun. Es ist ja nicht klar, ob es sich um dieselben Enten handelt, die runter und wieder rauffahren. Vielleicht werden die oben gemästet, fahren runter in die Küche, werden den Tag über verspeist. Das ist ein Speiseaufzug im Restaurant. Das ist sicher.
das wäre die Lösung. Danke schön. Ist die Frühstückshalle, oben gibt's das Abendessen. Nee, jetzt sind die selber. In diesem Hotel wohnt ein Zauberer. Der Zauberer an sich zaubert gerne. Ja, der zaubert gerne schon mal Enten aus Hüten oder aus irgendwelchen doofen Tricks. Und die sind total durchtrainiert, diese Enten. Und die haben halt, die wohnen da oben auf der Dachterrasse, sehr schön, auf einem sehr schönen Entenanwesen. Und dann müssen die runterfahren, hartes Training, 8 Stunden mit dem Zauberer trainieren. Wo verstecke ich mich, damit die Zuschauer mich noch nicht direkt sehen? Und dann fahren die abends gut gelaunt darauf. Genau, da ist keiner bei, damit sie nicht verraten, wie der Trick funktioniert. Genau. Und die drücken auch bestimmt selber den Knopf. Da steht ein Einarmiger mit so einer Lederhand. Der macht das dann. Ja, wie geht denn das vor allen Dingen? Ja, sehr hübsch, aber falsch. Vielleicht ist es wird aus den Federn etwas gemacht, womöglich. Neue Ente. Eine Entenbettwäsche zum Beispiel. Also die, die kommen angezogen runter und fahren nackend wieder hoch. Zum Beispiel. Vielleicht alte Enten? Vielleicht ist es eine sogenannte WC-Ente. Der ist ein variables Klo. Vielleicht ist es ein eine mobile Toilette, sozusagen die Dixie-Toilette des, des Rockabilly-Musikers. Nein, die leben. Vielleicht ist das so eine Art Feueralarmtest, dass die sich nicht trauen, in diesem Aufzug erstmal Leute runterfahren zu lassen, weil da schon oft Unfälle passiert sind. Jeden Tag. Das sind so Testenten, die da alleine, und die sind halt gut trainiert. Und die machen das alleine und haben halt den ganzen Tag, dürfen die dann im Teich. Und abends müssen aber wieder, um den Aufzug zu testen. Bieten sich auch Enten an für so einen Test. Bei diesem Aufzug geht es darum, dass man Enten als Testenten reintut. Nämlich, anstatt von, sagen wir zum Beispiel, tut ist ganz gut. So, ja, ich weiß, der Satz geht noch ins Ziel, Freunde. Passt auf. Die sind ja auch auf. Bleiben Sie dran, bitte jetzt nicht umschalten. Nein, manchmal ist es doch so, dass sich Aufzüge an ungünstigen Stellen wieder schließen. Zum Beispiel, wenn kleine Kinder durchgehen, da gibt es öfter mal Unfälle. Deshalb sagen die, wir testen das einfach mal, indem wir ein paar Enten da durchschießen. Und mal gucken, wie sie, sind die einfach weg, ne? Da ist aber noch eine Ente übrig, die kann dann noch Hilfe holen. Ja. Vielleicht fahren diese Aufzüge, gehören die der NASA, und die fahren so schnell, dass die Enten schwerelos werden. Das ist ein Fallturm. Und dann? Das sind die Schwebeenten. Wie? Schwebeenten? Die werden benutzt für diese Rosettenabtastung. Also ich glaube, es handelt sich, also Enten sind ja Zugvögel. Und damit die ziehen können, müssen die in so einer bevölkerten Stadt ganz oben auf dem Dache irgendwie leben. Oder auf Zugenten. Ja. Auf Zug. Und die ziehen jeden Morgen mal eben nach Afrika und sind abends wieder da. Vielleicht kriegen die ja überraschend Besuch. Ich muss meinen Aufzug kriegen. Deswegen heißt die Zugvögel. Ja, Aufzug. Wenn man einen Vogel ziehen lassen will, kann man ihn auch in einem Beutel in ein Glas Wasser halten. Wir kommen nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, dass diese Enten oben und unten verschiedene Funktionen haben. Unten sollen sie in einem Teich schwimmen und oben in einem Teich. Also in einem Obenteich. In keinem Teich, nein. Es gibt in dieser Sie haben verschiedene Aufgaben, tatsächlich. Vielleicht ist das ein Aufzug, wo es oben eine wie auch immer geartete Landschaft gibt, in der sie sich aufhalten. Vielleicht ein Dachgartenrestaurant. So wie hier im Savoy Hotel mit Strandkörben und so. Wer weiß es denn? Es sind indische Laufenten. Bitte wer? Indische Laufenten. Ah, ja. Ja. Und die sind ja in Memphis eine Rarität. Das heißt, Leute buchen eine Reise nach Memphis, Tennessee, schauen sich erst Graceland an und fahren dann zu diesem Haus, um sich indische Flugenten... Besuchen Sie unsere indische Flugente nur in Aufzug. Sind das jetzt Flugenten oder Laufenten? Indische Laufenten. Ja. Laufflugenten. Laufflugenten. Es kommt darauf an, wie schnell der Aufzug da runterfährt. So. Und die fahren da... Ich habe jetzt, glaube ich, den Anschluss verloren. Fahren die rauf und runter? Die fahren dann erst mal runter und dann wieder rauf. Ach, die fahren erst in den Keller? Runter? Ja, in die Garage? So weit nicht. Nein, aber also in der genau Tat, also oben auf dem Dach ist irgendwie eine künstliche Landschaft und unten ist auch, sind auch künstliche Teiche. Ja. Und eben, wenn es abends illuminiert wird für die Hotelgäste, müssen die Enten unten rumschwimmen. Und am Tag, damit die auch noch schön Ambiente haben, oben auf dem, auf diesem künstlich angelegten Teich. Aber warum sollten die das tun? Warum? Zum Tauchen. Ja, weil das schön aussieht, Herr Balder. Da sind so kleine Bäume und Palmen und auch die vier Enten. Vielleicht das befriedigt mich alles. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ist es so, Enten gründeln ja, um etwas zu essen. Wir müssen die gründeln. Ja. Die tauchen und gründeln am Grunde des Gründelgrundes rum.
grob so ungefähr. Also, ich werde das jetzt mal auflösen. Das wäre eine schöne Idee. Moment, aber der Horker ist doch sowas von auf einem Weg. Völlig verkehrt. Ich werde es mal auflösen. Also, Frau von Sinn war ziemlich nah dran, trotzdem lasse ich es einfach so nicht gelten, weil ich möchte... Natürlich, dafür kenne ich Sie aber, Alter. Ich möchte, dass Martina Geld kriegt, weil das Ganze hat ja auch einen Grund. Also, mit dem Fahrstuhl fahren die Enten, die wohnen in einer Art Verschlag auf dem Dach, jeden Tag in die Lobby. Dieses Hotel ist in Amerika sehr bekannt. So sieht das Ganze aus. Da sind die Enten. Ich kann es euch auch gleich mal zeigen. Oh, der Grund, warum das Hotel das macht, ist folgender. Also diese Enten spazieren auf einem roten Teppich. Jeden Tag völlig allein um 11 Uhr vom Fahrstuhl zu dem Brunnen. Der steht in der Hotelhalle. Und dann verbringen sie in dem Brunnen den ganzen Tag. Und um 17 Uhr geht es wieder alleine zurück aufs Dach. Und dieses Ritual geht zurück auf das Jahr 1930. Damals war der Manager dieses Hotels mit ein paar Freunden von der Jagd zurückgekehrt und im Schlepptau hatte ein paar Enten, die damals noch als lebende Köder benutzt wurden. Und an der Bar haben die Jungs dann heftig gebechert und zu fortgeschrittener Stunde setzten die Herren die Enten in den Brunnen und das kam andern Tags bei den Hotelgästen so gut an, dass diese Enten eine feste Bleibe im Hotel kriegten und seitdem jeden Tag zu dem Brunnen watscheln, indem sie dann bis 17 Uhr rumquaken. Dürfen. Und in Amerika sind die Peabody-Enten echte Berühmtheiten seit 74 Jahren. Aber so alte Enten? So alt. Jeden Morgen um 11 kommen sie alleine runter, 17 Uhr gehen sie alleine 74 hoch. 74 Jahre alte Enten, sehr alt. Sehr alte Enten. Sehr alt. Sehen aber noch sehr jung aus. Ja, ja. Ja, jetzt bewegen Sie mal bitte Ihren drahtigen Körper hier hin. Das mache ich. Enten aber vorher sage ich noch, dass Martina Ulrich aus Berlin 500 Euro kriegt. Ja. Barbara, wo finden wir Sie? Dort oben. Barbara, ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie da sind, gönne Ihnen die 500 Euro und stelle Ihre Frage. Was ist eine Faustschlussprobe? Das ist die Schlussprobe der Vorstellung Faust. Ja. Ist das korrekt? Es gibt auch eine Faust-2-Schlussprobe. Und eine Faust-Best-of-Schlussprobe. Nee. Eine Faust-Schlussprobe. Eine Faustschlussprobe. Es ist die Generalprobe vor dem Boxkampf. Also. Das heißt, die haben eine Generalprobe, die Kämpfer? Ja. Also ja. Die haben ja auch die, so... Die tun aber nur so, als wenn sie sich hauen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, Boxsport, dass das ein Begriff... Ist Boxsport denn in die richtige Richtung? Boxsport ist falsch, aber... Eine schöne Richtung. Schöne Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus dem Textilgewerbe ist. Und zwar, wenn Handschuhe gefertigt werden. Die werden ja vernäht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einen Handschuh, der genäht ist, anprobiert, vielleicht früher manuell, heute vielleicht mit irgendeiner Maschine, die aussieht wie eine Hand, die dann eine Faust macht, um zu sehen, ob die Nähte reißen. Finde ich sehr gut. Falsch. Vielleicht kommt das aus der Orthopädie und man testet damit das Funktionieren von Nervenbahnen, von Sehnen, von Muskulaturgewebe, von Hautfaltenbildung, von was auch immer. Es ist mir eigentlich egal. Kommt das aus der Orthopädie? Aus der Orthopädie kommt es nicht. Aber aha, aus der Medizin? Aus der Chirurgie kommt es. Medizin ist schon richtig. Also wenn man eine Operation am Unterarm hatte und man will feststellen, ob die Muskulatur funktioniert, dann sagt der Arzt, machen Sie mal die Faustschlussprobe. Und dann? Dann macht er so. Und dann? Und dann... Sagt der Arzt, Sie sind gesund, denn Sie haben die Faustschlussprobe bestanden. Aber das ist eine sehr gute Idee. Es, aber die Richtung ist gar nicht so falsch. Also bei einer Operation, hier, also weil, die Muskeln, die zu der Hand gehören, befinden sich ja im Unterarm. Wer sagt das? Ich. Und ich finde, das soll jetzt erstmal genügen. So, und wenn man jetzt hier aufschneidet, wo? Dann hier am Unterarm. Warum? Weil man etwas reparieren will, dann muss man ja finden, welche Sehne gehört zu welchem Finger und so weiter. Und dann zieht man das so dran, dann macht das so. Und daran kann man dann sehen, ob die Faust sich schließt. Wir haben großes Glück, dass Sie nicht Arzt geworden sind. Aber ich bin eher vielleicht für eine Operation am offenen Hirn. Das gibt's ja auch. Das würde ich auch vorschlagen. Die Neurologen, die was weiß ich, bei Parkinson oder so, da gibt es ja heutzutage sehr aufregende Operationen, wo die Menschen bei Bewusstsein sein müssen, ja, und dem Chirurgen signalisieren müssen, ob noch alles funktioniert. Ja, spätestens wenn er so macht, dann hat er die Schnauze voll. Ja, das ist aber zum Beispiel richtig, wenn man den Arm gebrochen hat, man muss das doch immer wieder nochmal testen. Ja, ist aber nicht die Faustschlussprobe, die ich meine. Muss man sie trainieren? Nein, überhaupt. Vielleicht bei einer Querschnittslähmung oder so etwas? Nein. Sind das verschiedene Übungen, dass man sehen kann, ob irgendwie kompliziert. Staffellauf, ich muss die Staffel ja auch dann halten. Blut abnehmen. Und muss dann einmal nochmal vorher, damit man das testet, dass er den auch wirklich greifen kann, nochmal einmal so. So war das bei mir bei den Bundesjugendspielen, die wegen mir immer 3 Stunden länger gedauert haben. Aber Blut abnehmen finde ich gut. Da muss man auch immer so tun, da muss man pumpen. Nein, ist so und dann, vielleicht kommt es einfach, es gibt doch diesen Effekt, dass man, wenn man die Hände zusammen macht, also an den Körper rannimmt, sich automatisch eine Faust bildet und damit kann man testen, ob das Muskulaturgewebe... Ich glaube, es ist das automatisch eine Faust, wenn Sie die Hände zum Körper nehmen. Nach der Geburt. Nach der Geburt, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dass es irgendeinen Reflex gibt, ob die Babys eine Faust machen. Du legst den Finger rein. Falsch, falsch, falsch.
Quatsch. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns trotzdem. Aber das war doch nicht schlecht. Das war sehr, sehr echt. Das macht so einen Spaß. Dann bin ich jetzt doch in einem schwulen Porno, Herr Nein. Warum? Nein. Warum? Aber muss man also Faustschlussprobe, also wenn man kleine Säuglinge an eine Stange hängt, dann halten die sich ja fest. Ja. Ja, was sollen sie anderes machen, sonst fallen sie ja runter. Ja, das ist die Faustschlussprobe. Halten die sich wirklich fest? Ja. Nein, aber nicht lange. Nein, nicht das mache ich heute noch. Das können die, das verkrampfen sogar. Alles viel zu kompliziert. Ist irgendwas beim Impfen? Es ist viel einfacher, als ihr glaubt. Macht man etwas, woraufhin die Faust geschlossen wird, und durch das Schließen der Faust testet man, dass das, was man gemacht hat, funktioniert hat? Oder schließt man die Faust, um etwas zu testen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, aber ich schon. Und es hilft einen Scheißdreck weiter. Hat es was mit der Tamponwerbung zu tun? Mit der Faust? Ja, natürlich. Voller Missverständnisse, ja, auch die Menstruation. Okay, ja. Dann muss ich die Faust zumachen und muss schauen, ob beide Arme gleich lang sind, beispielsweise. Okay, ich mache weiter. Mir fällt noch was ein. Das kann ich aber auch ohne Faust. Vielleicht ist es beim Zahnarzt, wenn der Zahnarzt einem Zähne gezogen hat und dann zu dem Patienten sagt, wo ist er? Die Faustschlussregel, nein, Freunde, wir kriegen das raus. Faustschlussprobe. Weiß ich doch längst. Echt? Achso. Faust ist das, wenn man sagt, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, ich sag's euch mal. Das ist eine gute Idee. Ihr wart auf dem richtigen Weg, ihr wart viel zu kompliziert. Die sogenannte Faustschlussprobe ist eine Funktionsprüfung zum Nachweis von Durchblutungsstörungen im Arm. Der Arzt fordert den Patienten auf, den Arm auszustrecken und 2 Minuten immer Faust auf, Faust zu, Faust 2 Minuten lang. So, alle zusammen? Alle zusammen. Und dann wird natürlich die Hand durchblutet. Und nach 2 Minuten kann der Arzt feststellen, ob beim Verblassen, ob es dann zu einer fleckförmigen Verblassung in der Handinnenfläche kommt. Aha. Und daran erkennt der Doktor, ob eine Durchblutungsstörung vorliegt im Arm oder nicht. Oh mein Gott, ist hier ein Arzt? So, ich gehe alle Vierteljahr zum Arzt. Ich habe Bluthochdruck, ich habe Zucker, ich habe Cholesterin, das ganze Programm. Ich habe noch nicht einmal... Weil er keine Ahnung hat. Barbara, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Frau Wilson, es geht ja auch um Durchblutungsstörungen nur im Arm. Es geht ja nur um Störungen. Vielleicht haben Sie im Arm keine Störung. Vielleicht haben Sie sonst überall welche, aber im Arm nicht. Darum geht's doch. Sie haben gleich eine Störung, Herr Bayer. Wenn Sie auch eine Störung. Benjamin Pförtner aus Stuttgart möchte Folgendes wissen. Endlich mal wieder eine schöne Redewendung. Etwas hängt am seidenen Faden. Woher kommt das? Was hängt am seidenen Faden? Ja. Eine Spinne? In einem Spinnennetz? Ein loser Zahn. Was bedeutet es denn, wenn wir sagen, dass etwas am seidenen Faden? Wenn was auf der Kippe ist, wenn so eine Entscheidung... Das ist jeden Moment... Es ist riskant. Es ist eine nicht bedrohliche sicher. Situation. Ja. Bald zu Ende gehen. Ja, eine bedrohliche. Ja. Woher kommen die Reden? Aus der Bergsteigerei. Sehr falsch, aber schön. Das wäre gut gewesen. Guillotine. Bitte wer? Guillotine. Nicht. Oh. Seiden. Oh. Das ging dann sehr schnell. Das ging ganz schnell. Ziehen kurz am seidenen Faden. Ja. Ganz gut. Schade. Wir hätten noch was tun können. Ja. Tja. Ein Zahn, der irgendwie langsam sich löst aus dem Rest des Mundes, dessen Titel mir gerade nicht einfach Gebiss. Aber vielleicht doch eine lustige Foltermethode aus dem Mittelalter. Die war doch sehr einfallsreich. Ja, die wussten. Ne? Mit Tropfen auf Schädeldecken und mit kleinen Sachen unter die Fingernägel. Und wie lief das dann mit dem Faden? Ja, eben. Das frage ich mich jetzt gerade. Ja. Da war etwas an einem Faden, das kennt man doch aus Folterkammern. Ja. Ein Messer zum Beispiel oder eine Axt, irgendetwas, was runterfällt auf den Delinquenten. Und erst ist das an einem dicken Seil und dann gibt es was. Schrab, 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 ja, genau. Schrab, 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 schrab. Und das Seil wird immer dünner und hängt zum Schluss am seidenen Faden. Und was hängt am seidenen Faden, müssen wir nur noch wissen, dann haben wir es beantwortet. Genau. Ein Rahmschnitzel. Ich glaube, es kommt aus der Biologie. Es ist etwas kompliziert, aber das kommt nicht nur aus der Biologie, sondern aus der Biologie des mittelalterlichen Herrschaftstums. Da war ja die Seide etwas ganz Besonderes und die wurde ja nur über die Seidenspinnerraupe gefunden. Natürlich. Und das brachte sehr viel Reichtum. Und wenn jetzt jemand drohte, arm zu werden,
dann hing sein Leben am seidenen Faden. Wenn er mehr seidene Fäden hätte bekommen können, würden können, dann wäre es gut ausgegangen. Unfassbar. Dann würde ich noch eine. Ich fand das ganz gut. Das mach gut. Die zweite Version ja, auch noch. Ja. Ich finde es gut. Ich gebe dir 5 Punkte. Wie wäre die andere Version? Die andere, die kommt aus der griechischen Mythologie und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, dass. Ach, das ist Irrgarten? Das ist der Faden der Ariadne, auch nicht zu verwechseln mit dem Damoklesschwert, das war ein Rosshaar. Es geht um die. Ich sag nichts. Es geht, glaube ich, um irgendwelche drei Göttinnen oder Titaninnen, die die Fäden des Lebens spinnen und in deren Hand es liegt, ob der Mensch lebt oder nicht. Aus welcher Mythologie? Aus der. Griechen. Britischen. Aus welcher? Aus der britischen Mythologie. Nicht aus der griechischen. Aus der römischen. Römisch. Aus der römischen. Aus der chinesischen Mythologie. Erst recht nicht. Aus der germanischen Mythologie. Richtige Antwort von Hoek. Oh. Germanische Mythologie, danach spinnen die Schicksalsgöttinnen den Lebensfaden, sie lassen ihn durch ihre Hände rinnen, um ihn am Ende abzuschneiden und von der Stärke des Fadens, glaubte man damals, hing die Lebensdauer des Menschen ab. War noch so dünn wie Seide, dann drohte Gefahr, wenn nicht sogar der Tod. Daher kommt's, Benjamin, es tut mir leid, der Zwerg hat zugeschlagen, was soll man machen? Ach, nee. Eine Frage von Horst Müller, er wohnt in Wuppertal und es ist auf jeden Fall einer unter euch, der es sofort wissen könnte, eventuell. Wie kam es, meine Damen und Herren, dass am 9. Februar 1964 in New York für 10 Minuten kein einziges offizielles Verbrechen registriert wurde? Ein sportliches Ereignis. Alle Welches? Vor dem Fernseher. Federball. Also es war kein sportliches Ereignis. Wann war das? 64. Waren die Beatles bei Ed Sullivan? Richtige Antwort. Oh. Hat er gesagt, einer könnte es wissen. 10 Minuten dauerte der erste Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show. Die Einschaltquote war erschwindelerregend hoch und es gab, hinterher gab die New Yorker Polizei bekannt, dass während dieser 10 Minuten kein einziges Verbrechen verübt. Schade, dass die nicht mehr spielen. Ja. Ist aber schwierig, solange die zwei anderen tot sind. Ja, ja. Ein bisschen problematisch. Horst, genau. Es tut mir leid, auch das wurde gewusst. Es ist ja schwer, was los heute. Günther Preuß wohnt in Ludwigshafen und möchte wissen, was ist die sogenannte Duldungsstarre? Die Duldungsstarre ist so eine Starre, solange der Gerichtsvollzieher oder irgendeiner noch nicht zuschlägt und irgendeine Schuld duldet von einem Schuldner. Ich habe noch nie einen Gerichtsvollzieher zuschlagen. Also, ich noch nicht. Nee, aber ich meine, gut, oder Mutterstaat, Vaterstaat. Also, ja. Eine Duldungsstarre. Das heißt, die dulden irgendeine Schuld und in der Zeit, wo sie eben nicht zuschlagen, ist eine starre Situation. Bewegt sich nicht. Vielleicht ist es aus dem Tierreich ein Weibchen, das sich zwangsläufig aufgrund des biologischen Auftrages bespringen lässt, es aber in Wahrheit nicht will. Und dann einfach verharrt, bis der. Das ist auch meine Antwort. Oder? Ist doch gar nicht so schlecht. Richtung ist sehr gut. Ja, also hier ist welches Weibchen und warum? Ja, gute Frage. Ja, aus Scheiß eben. Das Koala-Bärenweibchen? Ja, jetzt geht das los. Gibt doch so viele Tiere, Hugo. Wo soll man denn da anfangen? Glaube ich, Rehwild. Rehe ja? Oder Hirsch? Also nicht Hirsch, also die Kuh. Also die Frösche Kuh gucken oder unfassbar gelangweilt. Frösche gucken sehr gelangweilt. Ja, ja. Aber immer. Immer. Ja. Vielleicht. Eine Latt, also das ist eine, permanente Duldungsstarre. Bei Fröschen. Ja. Sind wir vielleicht wieder bei Walfischen, weil die so große Gemächte haben, dass die da, die mussten ja schon mal. Wie können die denn unter Wasser starr werden? Die sind doch schon automatisch durch die Bewegung des Ozeans. Ja, ja. Das hast du völlig recht. Ja, ja. Also die Grundidee von Olli war genau richtig. Also, ich möchte wissen, ja, welches Tier und warum. Ja, ist und das. Lassen wir es ein bisschen ein. Genau, Hund, ja. Katze, Maus. Also ein Säugetier, Herr Balder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
ein Tier tatsächlich wahrscheinlich, dass wenn es nicht in diese Starre verfallen würde, gar nicht befruchtet werden könnte. Doch. Ist das nicht sogar bei Katzen oder so? Weil irgendwie der Penis hat so Widerhaken. Und wenn die sich... Nein, es gibt, ich weiß jetzt nicht welches Tier, Hunde, aber es gibt Tiere, wo die Penisse so Widerhaken haben und sie so andocken. Und wenn das Weibchen Theater machen würde, würde es sich selber verletzen. Also ist es in einer starren Position. Schlangen und Eidechsen. Löwenmädchen sind es. Also beim Hirsch zum Beispiel. Und bei Säugetieren. Das ist ein ganz normales Tier, was wir alle kennen. Und ich sag noch Katze. Möchte gern wissen, welches Tier und warum. Ein Hund. Also Duldungsstarre. Hund. Ein Schweinchen. Katze. Ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Stimmt das? Ist das wahr? Ein Schweinchen. Ein Schweinchen. So, okay. Ein Schweinchen. Ah, natürlich. Ach, das stimmt jetzt. Ein kleines Schwein. Oh. Ah, beim Schwein. Ein Schwein. Das ist doch nie passiert. Nein. Das und wahrscheinlich dann... Ein Schwein. Nein, ein Schwein. Ein Schwein. Ist doch ganz klar. Aber was für ein Schwein? Schwein? Ja eben, ich sag... Köpfchen weiß ja, es. Das ist doch super einfach. Beim Schwein ist der Schwanz geringelt. Und das muss ruhig stehen, damit der... Also, Duldungsstarre, wir sind beim Schwein. Bei welchem weiblichen, männlichen, was meint ihr? Was? Sind wir beim weiblichen Schwein oder männlichen Schwein? Beim weiblichen Schwein. Also bei der Sau. Sind wir bei einer Sau. So, die Sau hat eine Duldungsstarre. Ja, warum? Und ich behaupte jetzt, wenn es nicht um Widerhaken an dem Penis des Ebers geht, dann geht es darum, dann geht es um den Weg der Samenstränge, der Spermien, dass sie genügend Zeit haben, die Eierstöcke rauf und runter. Du hast so eine aggressive Vorstellung von dem wunderschönen Akt der Befruchtung, habe ich manchmal gesagt. Robin Sinn, so ist es nicht, glaube ich. Also wirklich. Ehrlich. Also, da können Sie fragen. Ich rede auch nicht von dem Akt, ich rede von dem Weg der Spermien zu den Eiern. Das hat überhaupt nichts mit der Befruchtung zu tun, sondern das ist das, in das das Schwein verfällt, bevor es gemetzelt wird und aufgespießt und gegrillt. Nein, nein, der Bauer hält die Sau fest. Oder? Wo? An den Ohren. Weil er keine Frau hat, oder was? Nein. So. Damit das Schweinchen da drauf kann. Also da, wie das ja eben... Die sind einfach verdammt schwer, diese Schweine. Ja. Habt ihr schon mal ein Schwein gehoben? Ich nicht. Vielleicht geht es ja gar nicht um den Geschlechtsakt. Das habe ich ja gesagt. Doch. Es geht um den Geschlechtsakt. Natürlich. Doch. Also wir sind so weit, dass die Sau eine Duldungsstarre hat. Das wissen wir. Aber ich möchte gerne wissen, warum. Sie ist unfassbar gelangweilt. Ja, aber warum? Aber es geht um den Geschlechtsakt. Sie steht nicht auf den Eber. Ganz einfach. Geht es, bevor ich eine längere ekelhafte Geschichte mir ausdenke, geht das um das Genital des männlichen Schweines? Im weitesten Sinne schon, wenn es um Zeugung geht. Womit soll der das sonst machen? Mit Ohr oder was? Ich möchte noch mal auf meine Hirsche zurückkommen, Herr Balder, für die ich eben schon einmal ansatzweise... Wir sind bei der Sau. Und, ja, aber nur, weil da habe ich mal eine Geschichte gehört. Zwei Theorien, zwei Theorien, zwei Theorien. Wenn ein Hirsch eine Hirschfrau bespringt, dann schwillt sein Gemächt an. Dann schwillt das Gemächt schwillt an. Ah, und Vaginalkrampf. Nein, nein, nein. Und das dauert eine Weile, bis das wieder zurückschwillt. Genau. Was das Gegenteil von schwillen, zurückschwillt. Wie auch immer man das richtig deutsch formuliert könnte. Ja. Und das ist dafür da, damit ein anderer männlicher Hirsch seinen, was die Heller so schön aggressiv beschrieben hat, nicht auch noch dahinterher schiebt. Vielleicht gibt es das ja auch bei Schweinen. Nein, nein. Aber weil Schweine und Hirsche immer zusammen im Dings, im Senis, wie man weiß, dann bleiben die automatisch da stehen. Ich glaube ganz einfach, dass es damit zu tun hat, wir haben ja noch gar nicht geklärt, wie lange diese Starre dauert. Ich glaube, dass sie sehr lange dauert, weil die männlichen Schweine vielleicht auf Sauftour sind oder sind einfach nicht da. Da hat die Sau keinen Einfluss mehr drauf, wie lange diese Starre dauert. Hat sie nicht mehr, sie ist tot. Nein! Idee! Es gibt doch irgendwelche Tiere, die können... Das hat aber nichts mit dem Geschlechtsverkehr zu tun. Nein, es gibt Tiere, die können die sind schwanger und können das einhalten. Das Schwangersein? Ja, wobei das hat ja mit Dulden nichts zu tun. Es ist, machen Sie was anderes. Ich sag's euch. Ihr seid ja, das ist ja bis jetzt alles richtig, aber der Grund fehlt. Also,
Als Duldungsstarre wird der Zustand bezeichnet, in den eine Sau verfällt, das wissen wir, wenn der paarungswillige Eber ein bestimmtes Duftsekret absondert. Die Sau lässt dann die Begattung über sich ergehen. Erst wenn der Eber von ihr ablöst, löst sich die Starre wieder. Und in Zuchtstationen, wo die Sau nicht mehr durch den Eber befruchtet wird, wird die Duldungsstarre durch ein Eberspray ausgelöst. Das gibt es. Der Eber aus der Dose versetzt die Sau in eine Duldungsstarre. Das haben die Jungs inzwischen rausgefunden, wie das funktioniert. Das heißt, du sprühst eine Sau und dann steht die. Ja, wo kann man das Spray bekommen? Günter Preuß, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Wunderbar. Moritz Isselstein wohnt in Berlin und möchte wissen, warum wird in Bremerhaven seit 1990 ein Frachtschiff bewacht, das dort im Hafen liegt und vor sich hin rostet? 91? Ja. Da habe ich einen Beitrag drüber seit gesehen. Seit 1990. Das ist ein russisches Schiff, ne? Ja, das kein hat da keiner mehr. Ein ukrainisches Schiff. Auch kein ukrainisches. Hallo, das kommt aus Osteuropa, dieses Schiff. Ne? Albanien? Verdammt nochmal, ich habe doch da einen Beitrag gesehen. Die werden da gut behandelt von den Albanern. In Bremerhaven liegt das Frachtschiff seit 1990, ja. Wird bewacht und rostet leise vor sich und hin. Und da sind zwei Männer drauf. Und die werden nicht mehr ausgewechselt. Irgendwas das ist richtig. Politisch passiert in diesem Land. Ja. Und die sitzen da, haben schon. Die verstehen sich schon so mit den Einheimischen. Richtig. Und kommen nicht mehr zurück in ihr Land. Warum? Ja, weil irgendwie Krieg ausgebrochen ist, weil die Regierung gewechselt hat. Das weil Land gibt schieß mich nicht mehr. Tot, Perestroika, irgendein politischer Mist war das. Ja, das Land gibt es nicht mehr, völlig richtig gesagt. Das ist irgendeins von diesen von den. Das Land gibt's noch. Oh, okay, dann ist es. Also seit 1990. Monte Carlo. War das ein asiatisches Land? Was haben wir da? Geht es um die Kelly Family? Sagen Sie mir das Land, lasse ich es gelten. Jugoslawien. Irland. Albanien. Und Romina Power. Albanien. Helfen Sie mir beim Kontinent. Europa? Asien? Das Land ist in aller Munde seit... Phantasialand. Portugal. Irak. Portugal? Irak. Ach, Irak. Ja, so war's. Irak, danke. Ist denn der Saddam da drauf? Also... Das Schiff liegt da. Warum? Warum? Warum liegt es denn da? Warum? Vielleicht sind da irakische Kuwaitis drauf, die durch kuwaitische Iraker ausgetauscht werden müssen. Und sich umoperieren lassen. Sie haben vielleicht was geladen. Und ist da noch Ladung drauf? Nee, da ist keine Ladung mehr drauf. Das hat das war ein Frachtschiff. Das heißt, Sie haben irgendwas dahin gebracht. Das ist ein Frachtschiff. Weiß man, ob das Zufall ist, dass die da gelandet sind, oder sind die absichtlich nach Bremerhaven gefahren und konnten dann nicht mehr zurück? Sind da sogar hingefahren, haben sie irgendwas nach Bremerhaven geliefert? Nein, die hatten einen Grund, in Bremerhaven einzulaufen. Ja, weil die sich reparieren wollten. Richtig. So, und dann kamen die nicht mehr zurück. Ja, weil was passiert ist in der Heimat. In der Heimat. Vielleicht sind das, ich bleibe ja dabei, dass es um Irak und Kuwait geht. Das haben wir ja schon gesagt. Ich bin aber vielleicht sind das, nicht auf dem Laufenden. Das haben wir ja schon gesagt. Mach mal weiter, ich denke noch ein bisschen. Ja. Es geht ja um Geld für Moritz Isselstein aus Berlin. Das kann ich ja so nicht machen, Moritz. Ne? Ja, genauso. Haben die um politisches Asyl gebeten? Nee, haben die ein Schiff, ist auf dem Schiff ist ja sozusagen das Kuwait, ist, oder? Ja, absolut. Wenn es ein irakisches Schiff ist, ist da nicht Kuwait. Nee, dann ist es Irak. Dann ist es Irak. Aber vielleicht ist es ja ein kuwaitisches Schiff mit zwei Irakern drauf. Ist da womöglich jemand geboren in der Zwischenzeit? Wo ich glaube, ich weiß wohin mit dem. Es war nicht Kelly Family. Ah, nein. Also, ich sag's euch. Ja. Also, das Schiff ist leer, liegt ohne Ladung dort. Bei dem Schiff handelt es sich um einen irakischen Frachter, der 1990 in Bremerhaven einlief, weil die Maschine repariert werden sollte. Und die Maschine war gerade ausgebaut worden, als die Vereinten Nationen ein Embargo verhängten, weil der Irak Kuwait angegriffen hatte. Und seitdem ist dieser 110 Meter lange Frachter im Hafen festgemacht und der irakische Eigner schickt in Halbjahresabständen zwei Leute, die das Schiff bewachen sollen. Und die letzten beiden, die jetzt das Schiff bewachen, warten allerdings seit anderthalb Jahren auf Ablösung. Es kommt keine. Und eine Entscheidung, ob dieser Frachter demnächst verschrottet wird, ist noch nicht gefallen. Und die anfallenden Kosten wurden bisher immer pünktlich von den Irakern bezahlt. Ach. Und jetzt liegt das Schiff da rum. Ist ja super. Und die beiden verstehen sich gut mit den Bremerhavener Bürgern. Ob die diese Sendung gucken, frage ich mich gerade. Vielleicht. Moritz Isselstein aus Berlin, Sie sind um 500 Euro bitte reicher. Ich gratuliere Ihnen.
das war ja sehr interessant. Ihr habt ja eines gewusst heute, eines habt ihr nicht gewusst. Ein bisschen Geld haben wir unter die Leute gebracht. Denken Sie dran, Premiere. Wie heißt der Film nochmal? Traumschiff Surprise, Periode 1, am 22. Juli in allen deutschen Kinos. Das war genial daneben.